Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Civ 6. Ich bin's, euer Odo. Und wir sind zurück in Griechenland und versuchen die Welt zu erobern. Bombarde. Mach kurzen Prozess mit dieser Bombarde. Okay. Das haben wir besonders klug gemacht. Ich habe jetzt gerade schon meinen süßen kleinen Dings ge... Ach Gott, bitte, das gibt's ja wohl nicht. Schon meinen... Ich dachte... Ich mit dem noch einen Krieg? Nein, das ist wirklich nicht. Ich kann nicht durchfahren. So. Wir brauchen Annehmlichkeiten. Wir haben einen Ritter verloren. Einen Ritter, was rede ich da? Gott. Du kümmerst dich mal um alles, was hier rumrennt. Kreucht und fleucht. Du kümmerst dich um diese Bombarde. Das überlebt, finde ich nicht richtig. So, du wirst ausruhen. Die Fregatte wird dein Ding jetzt endgültig ein Ende setzen, hoffe ich. Schalt das Belagerungsinstrument. So, Athen. Kann die Akropolis nicht reparieren, weil er noch immer weit drauf steht. Finde ich nicht richtig. Theaterplatzfestival. Puh. Nee, wir bauen noch einen Händler. Okay, Korinth. Wir reparieren mal die Verteidigungsanlagen hier. Wieso können wir durch Glauben gerade nichts kaufen, frage ich mich. Niki ist dann eine Allianz mit Rom eingegangen. Rom handelt mit Amerika.
Gandhi hat Peter den Zweiten vor einem Eingreifen bei der Agenda Stehendes hier gewarnt. Das ist aber schön. Ich ziehe die Schüsse auf mich. Finde ich gut. Ich möchte mich, was Himmel und Hölle betrifft, nicht festlegen. Habe ich doch da wie dort gute Freunde. So, Regierung freigeschalten. Na, das interessiert mich nicht. Regierung freigeschalten. Das interessiert mich nicht, weil wir werden die Handelsdings bleiben. Gut, schauen wir mal. Eine strategische Regelung? Nein. Wolkenkratzer. Plus 15% Wachstum für Städte, die nicht auf dem Kontinent sind. Ich glaube, wir setzen das da durch irgendwas anderes. Das 50%, was hatten wir gerade? Industrie und Moderne. Haben wir überhaupt schon Industriezeitalter Armeen? Mal auf die Einheitenverbesserungen 50% Erlass, weil ich habe nicht vor, Einheiten jetzt zu bauen. Erfolg: Die Mission in Guangzhou war erfolgreich und der Spion wurde nicht entdeckt. Beförderung zum Rang Agent. Okay. Können wir den noch irgendwo anders hinschicken? Ah, okay, der erwartet eher einen Einsatz. Technologe, Stiltechnologie wie mit 2 Stufen mehr Erfahrung. Okay, finde ich gut. Einheiten brauchen Befehle. Vielleicht müssen wir mit dem Peter zuerst Frieden schließen. Die Fehlentscheidung aus anderen ist euer Glück. Deine Einheit des Barbaren hat uns gefangen genommen. Okay. Erledigt. Du bleibst hier stehen.
Okay, die plündern da das Land. Haben sehr recht. Musketier. Du gehst nach Eritrea. Kulturerbe. Gut, Korinth, kannst du noch irgendwas verbessern? Einheiten. Bezirksbetriebenes Projekt, das in jeder Runde Gold und nach Vollendung große Ingenieurpunkte bringt. Machen wir mal das. Ich habe zwar keine Ahnung, was das macht, aber wir machen es jetzt mal, um mal rauszufinden, was es tut im Endeffekt. Hey, wir können Naturforschung mit Glauben kaufen irgendwann einmal. Schauen wir uns an. So, wir haben zu wenig Geld, um ein Kunstmuseum zu bauen. Ein Kunstmuseum hätte ich gerne, weil da haben wir drei Kunstwerkplätze. Dann können wir den Michelangelo dorthin schicken. Da oben ist ein Barbarenlager, sehe ich gerade. Das gehört vielleicht auch ausgemerzt. Ah, super. Auf jeden Fall haben wir Rom ein bisschen zusammengestutzt. Ich überlege gerade, ob wir das mit Peter auch machen. Schon wieder. Könntet ihr das bitte lassen? Den Krieg zu Ende haben. Dass wir die verschieben können. Ich will die. Ach Gott. Die Stadt. Verteidigst dich. Ist da das Wasser? Da bist du ein bisschen schneller zurück. Mal da rüber. Und dann vielleicht darauf.
und Schuss. So machen wir das. Ja, du kommst nicht weiter aus. So, jetzt sind wir bald die Barbarenbrüste in unserem Land. So, kann ich dich in eine andere Stadt bringen? Mission wählen, in eine Stadt reisen. So. Wir schicken dich in eine brasilianische Stadt, nach Rio de Janeiro zum Beispiel. Großes Werküberfall. Man kann große Werke stehlen, das ist ja lustig. Machen wir mal. Wir haben offensichtlich keine Forschung, die wir in irgendeiner Weise abschöpfen können. Okay. Was haben wir hier? Mykene. Was ist das alles? Handelszentrum. Heilige Stätte. Da bauen wir noch eine heilige Stätte. Nein. Können wir eigentlich dieses das Kunstmuseum wollte ich bauen. Na, vielleicht kaufe ich das aber. Eremitage. 4 Kunstwerke, Bolschoi-Theater, für ein großes... Oh. Aber egal, machen wir das Bolschoi-Theater, wieso nicht? Ach, warte mal, da haben wir ja... Gebiete, die kaputt sind. Das kann man nicht kaufen, gell? Mal schauen, das Kunstmuseum können wir uns kaufen. So, da reparieren wir mal den Campus als erstes. Da muss vieles repariert werden in dem Gebiet. Bescheuerte Barbaren. Ach so, warte mal. Mir ist gerade eingefallen. Mir ist gerade eingefallen. Oh, hier. Geh bitte da rauf. Da oben gibt's ja immerhin. Ein Ding sehe ich gerade. Ich habe gerade einen Theaterplatz in Baltimore gebaut. Naja. Man kann natürlich vermuten, was passiert ist, aber darüber spekulieren wir erst, wenn die Ballistik es bestätigt. Okay. Feldkanonen. Ich glaube, das verbessert unsere... Ja,
Übers Meer sind wir bei weitem schneller. Unfassbar viel schneller. Gott, du bleibst mal stehen. Du bleibst auch mal stehen. Militär ist besser organisiert. Jetzt ist an der Zeit, eure Truppen auf die Weltbühne zu führen. Mobilisierung, ne? Schaut was an. Okay, auf jeden Fall brauchen sie auch weniger Platz auf diese Art und Weise. Die Truppen, wenn ich sie so zusammenfasse. Gar nicht mehr so Dings, das ist ja jetzt gar nicht mehr wirklich. Kann man das auch reparieren? Den könnten wir benennen. Wie benennen wir ihn? Vierter Eroberer. Wir nennen ihn Blub. Verdammt. Wir nennen ihn Blub. Platsch. Und er wird so, können wir verbessern. Gehabt. Machen wir Drall, was soll's. Was auch immer Drall macht. Bessere Einheiten wahrscheinlich. Vize-Handwerker. Gut so. Vielleicht sollte man faserlos ein Dings bauen. Einen Siedler kaufen. Das Problem ist, ich würde ja wirklich gerne in Australien bauen, aber den Siedler allein können wir nicht nach Australien schicken. Wir brauchen irgendwelche Einheiten, die wir mitschicken. So, wir haben einen Campus. So. Wir könnten natürlich auch die nächste Stadt hier rüber bauen. Los, Black Beauty. Flieg und Sieg. Ha. Wir sind so gut. Kannst du da was reparieren? Nein, kannst du nicht. Was macht Ausruhen? Keine Ahnung. Na dann machen wir halt da ein Sägewerk hier.
Diese Pikeniere. Gehen mal daher. Du heilst noch weiter. Auf. So, was machen wir mit euch? Wir gehen da 4. So, schauen wir mal. Wie geht's mit Frieden? Kann ich ihn jetzt verschicken? Wieso kann ich das nicht? Viel Frieden. So. Können wir nach Toronto eigentlich schon? Toronto wollte nämlich einen Handelsweg, aber nein, können wir nicht. Mysore, Delhi, Ravenna, Paris. Size. Bünde. Ja, machen wir das. Ich würde dich ganz gerne verschicken. Na okay. Was hältst du davon? Kannst du so rübergehen? Gut. Du geh doch mal daher. Obwohl, na, wisst ihr was? Mit dem fahren wir nach Australien runter. Erneut. Mehr Platsch, das uns anschauen. So, Athen. Könnten wir bitte die Akropolis reparieren? Nächste Runde. Oh, schon wieder 30 Minuten vorbei. Wir brauchen immer so, so lange. Finde ich gut. Nicht unbedingt. Dings brauchst, soll sein. Na gut, meine Herrschaften, an dieser Stelle machen wir wieder Schluss für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.